Seid ihr auf der Suche nach einem guten Pinball-Spiel auf dem PC, dann seid ihr sicher schon einmal über Pinball FX 2 gestolpert. Die PC-Version des iPhone- und iPad-Spiels Zen Pinball ist eine sehr gelungene Pinball-Simulation mit einer super Physik für den Ball und auch einer sehr, sehr guten Grafik. Ich kann das Spiel wirklich empfehlen. Wenn ihr es allerdings startet, werdet ihr gleich sehen, dass eure Maus einen ziemlich harten Delay hat. Das bedeutet also, wenn ihr eure Maus in eine Richtung bewegt, dann folgt der Zeiger dieser Maus nicht wirklich in Realtime, sondern irgendwie so eine halbe Sekunde versetzt, wenn es richtig hart ist. Also es ist ein deutlicher Delay in eurer Maus und das kann ziemlich nerven und macht das Spiel vor allem deswegen unspielbar, weil eure Flipperfinger irgendwie zu spät reagieren. Das bedeutet, ihr drückt eine Taste auf der Tastatur und der Flipperfinger reagiert dann erst eine Viertelsekunde danach, was das Spiel unspielbar macht. Das passiert nicht nur bei Pinball FX 2, sondern bei vielen anderen Spielen auch. Gutes Beispiel dafür, Pinball Arcade. Es gibt eine relativ einfache Version, allerdings das zu lösen. Und ich rede hier von Nvidia-Karten und nicht von anderen Karten wie zum Beispiel jetzt Radeon oder RTI oder was es da noch alles gibt. Der erste Schritt ist hier, die Nvidia-Systemsteuerung zu öffnen. Und die findet ihr normalerweise unten rechts und in den ausgeblendeten Symbolen in der Taskleiste. Bei mir ist ja einiges dabei, aber normalerweise dürfte hier auch die Nvidia GeForce Experience sein. Wenn ihr da draufklickt, dann erscheint auch Nvidia-Systemsteuerung öffnen. Ihr könnt das genauso machen, indem ihr mit der rechten Maustaste auf den Bildschirm auf euren Desktop klickt und hier auf Nvidia-Systemsteuerung geht. Habt ihr die Nvidia-Systemsteuerung geöffnet, erscheinen hier einige Tabs auf der linken Seite. Klickt hier auf 3D-Einstellungen verwalten und es öffnet sich dieses Fenster hier. Nun müsst ihr auf die Programmeinstellungen gehen. Wir werden jetzt für Pinball FX 2 ein eigenes Profil erstellen, das wir dann später auf das Programm anwenden können und hier einige Dinge einstellen. Ich habe hier schon eins erstellt und ich zeige euch jetzt, wie man das macht. Ihr geht hier auf Hinzufügen und geht dann auf Durchsuchen. Dort geht ihr dann auf den Pfad, wo euer Pinball gespeichert ist, also euer Programm. Bei mir ist das unter meiner Datenfestplatte Steam Games, Steam Apps, Common und dann unter Pinball FX 2. Je nachdem, wo ihr das gespeichert habt, wird dieser Pfad etwas anders sein, aber normalerweise wird das Ganze gleich sein ab Steam Apps, Common und dann euer Programm. Das soll jetzt nicht so klingen, als sei das hier exklusiv anwendbar auf Steam-Spiele. Ihr könnt das auf jedes Spiel anwenden, was auf eurem PC installiert ist. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr oben halt den Spielepfad eingebt und dort die Anwendung für euer Spiel findet. Nun wird hier oben euer Programm angezeigt. Neben vielen anderen Programmen und Spielen, die es hier schon gibt. Und jetzt habt ihr hier viele verschiedene Dinge, die ihr für dieses Programm unter Grafik einstellen könnt. Und jetzt geht ihr hier ganz nach unten und sucht nach vertikale Synchronisierung. Vertikale Synchronisierung bringt in vielen Spielen, die so fast-paced sind und auch zum Beispiel in Flipperspielen, wo es darauf ankommt, dass ihr schnell reagiert, eher ein Defizit als wirklich etwas Gutes. Auch in Team Fortress 2 könnt ihr Vertical Sync einschalten und auch in vielen anderen Spielen wie zum Beispiel Rainbow Six Siege oder Overwatch geht das. Aber normalerweise resultiert das in einen Input-Lag, den man hier auch in Pinball FX 2 sieht. Und jetzt dürft ihr ausprobieren, was bei euch besser klappt. Ihr geht jetzt hier auf den Eintrag Vertikale Synchronisierung und wählt einen der Einträge hier unten aus. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr stellt auf Adaptiv oder direkt auf Aus. Aus wird daran resultieren, dass ihr hin und wieder vielleicht mal einen kleinen Ruckler im Bild habt, aber letztendlich habt ihr lieber ein ruckelndes Bild als ein zu langsames Spiel. Adaptiv verwendet V-Sync nur ab 60 Bildern pro Sekunde, damit das ganze Spiel flüssig aussieht und trotzdem eine gute Performance ist. Aber wie gesagt, Adaptiv solltet ihr ausprobieren und bei mir hat Adaptiv nicht funktioniert, es hat immer noch geleckt, deswegen habe ich es bei mir ganz auf ausgeschaltet. Müsst ihr ausprobieren, ob es bei Adaptiv bei euch leckt. Wenn es das nicht tut, dann lasst es auf Adaptiv, dann wird euer Spiel schöner aussehen, als wenn ihr es ganz auf aus habt, denn wie gesagt, V-Sync beseitigt so kleine Ruckler im Spiel. Letzter Schritt ist nur noch auf Übernehmen zu klicken, um die ganzen Änderungen zu speichern und das für alle Spiele zu machen, bei denen ihr irgendwelche Input-Lags habt. Generell würde ich sowieso empfehlen, V-Sync bei allen Videospielen auszuschalten, bei denen es irgendwie darauf ankommt, dass ihr schnell reagiert. Ansonsten dürfte das die gesamte Anleitung sein. Mehr ist es nicht, weniger ist es nicht und ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Sollte diese Lösung euch nicht geholfen haben, wenn es noch weiterhin Probleme gibt, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich werde versuchen, euch zu helfen.
Habt ihr Freunde, die so ein Problem auch haben oder wo ihr glaubt, dass das Video hier helfen könnte, dann zeigt es bitte euren Freunden, empfiehlt meine Videos weiter. Es hilft mir wirklich mehr, als ihr glaubt. Vielen Dank, dass du dieses Video angeschaut hast und wir sehen uns in einem anderen Video. Vielen Dank und bis dahin, adios.